Yo, yeah, und willkommen zu dem nächsten Trailer und meine Reaktion darauf. Und jetzt haben wir Star Wars Battlefront 2. Gestern war Star Wars Episode 8, die letzten Jedi. Und das habe ich auch ganz ordentlich oder ziemlich lange ausgewertet. Und mal sehen, ob es hier was auszuwerten gibt. Und bevor ich irgendwas anmache, ich werde es natürlich jetzt erstmal wieder im Kinomodus anmachen und am Ende werde ich das wieder im Vollbildmodus zeigen. Aber bevor wir den Trailer schauen, was ich erwarte, ich will Klonkrieger sehen, ich will Kampfdroiden sehen und irgendeinen geilen Helden. Okay. I've waited 30 years for this. I still remember my last orders. The day the real war began. The rebellion cannot be allowed to persist. No, we don't. We weren't expecting special forces. That's the point, Sergeant. Impossible. Commander, what do we do now? We avenge our Emperor. Resistance. Rebellion. You will burn these ideas away. Bitte lass uns kommen. Oh, wen haben wir denn da? Okay. Bevor wir das jetzt erstmal durchschauen, meine Meinung dazu, das hat mich jetzt ehrlich gesagt nicht so vom Hocker gerissen. Schauplätze hat man jetzt nicht so heftig viele neue gesehen. Ich meine, man hat Endor wieder gesehen. Das hatte man schon und ja gut, Raumschlachten werden diesmal richtig dabei sein, dass vielleicht was okay ist, aber wer nicht so der Typ von Raumschlachten ist, den packt das nicht wirklich. Dann ich zeig's euch, was ich meine. Okay, wir gehen noch mal ein bisschen fort. Ja, hier gibt's erstmal ein bisschen von der hier. Man sieht ziemlich viel von dieser Soldatenstory, von dieser Imperialen da. Auf jeden Fall, dass die Rache nehmen wollen. Und hätte man man hat es ja fast nur im Fokus. Ich finde das zu viel im Fokus hier. So, hier haben wir das Ganze hier. Boom. So. Bis hierhin haben wir jetzt erstmal nur diese Soldaten. So, erste Sache, wer ist dieser Typ da? Kann ich nicht erkennen. Okay. Kleines Wortspiel, Hope cannot save them, und dann zeigen sie Luke Skywalker. Finde ich ja nicht ganz okay gemacht, aber ja gut, Luke Skywalker sieht man wieder.
Sieht sogar genauso aus wie in dem ersten Battlefront-Teil. Vielleicht hätte man sogar auch mal den alten Luke nehmen können. Das wäre vielleicht mal was Nices. Wer weiß, ob das vielleicht in Episode 8 in diesem DLC dazu kommt oder nicht. Man weiß es nicht. So, gut. Dann war da noch. Auf jeden Fall sehr viele Raumschlachten werden jetzt hier thematisiert. Ja, eigentlich fand ich nicht, Raumschlachten sind ganz cool, aber ich bin eher so der Typ, der mit dem Lichtschwert und mit Blitzen rumschmeißen muss. Oder einfach als ein ganz normaler Soldat, als Klonkrieger einfach in die Schlacht rennt. Einfach bam. So wie in Star Wars Battlefront 2 von 2005 jetzt. Wie man da jetzt zum Beispiel einfach einen Jedi-Tempel angegriffen hat. Einfach. Du hast ein paar Granaten, du hast ein paar Blaster und ein Gewehr hast du und dann haust du die einfach weg. Okay. Gut. Im Multiplayer-Battle ist klar. Ja, okay. Da bin ich mal gefragt, ob das nur Heroes-Battle werden sollen oder ob das irgendwie besonders implementiert wird, sage ich mal. Also ob man so Helden 101 macht, einfach. Ob das damit hier gemeint ist. Across all eras, das. Das meine ich. Warum zum Teufel? Warum? Schreibt ihr rein. Across all eras und dann sehe ich nicht einen einzigen Klonkrieger und nicht einen einzigen Kampfdroiden. Fehlt irgendwie für mich, fehlt für mich irgendwie. Ich weiß es gar nicht, ob ich wirklich in den Klonkriegen so spiele, weil das hier gar nicht wirklich thematisiert wird. Gar nicht. Was heißt für die alle Ära? Eras. Oder Ehren. Ehren. Oh Gott, scheiß Wort. Ja, hier haben wir wieder Schlacht von Hoth. Die hatten wir ja bereits schon in anderen Battlefronts. Finde ich ja ganz nice, aber hoffentlich kommt auch wirklich was komplett Neues. So, hier haben wir jetzt Rey gegen Kylo Ren, würde ich einfach mal spontan behaupten. Dann hat man nur Maul gesehen. Ich finde, man hat den ja bereits im Teaser. Find, man hätte vielleicht irgendwie noch so eine Überraschung reintun sollen. Irgendwie. Irgendwas, was man einfach gar nicht erwartet hätte. Das ist eigentlich nur eine Verlängerung vom Teaser, jetzt mit nichts Besonderem, was wir vorher nicht gesehen haben. Irgendwas, was mich jetzt überrascht, was ich sage, oh, das war geil. Ja, bis Ende kommt jetzt nichts Neues rein. Ja, wow. Und dann hier Get Star Wars The Last Jedi Heroes. Sieht ein bisschen aus wie Kylo Ren, um ehrlich zu sein. Keine Ahnung. Pre-order for Kylo Ren and Rey exclusive look. Vielleicht vorher lesen, ja. Wahrscheinlich Jedi-Look oder was das sein soll. Keine Ahnung. Aber es sind keine Kampfdroiden, gar keine Klone zu sehen, Mann. Nichts von den Klonkriegen. Kriegt zwar trotzdem ein Like. Ich bin mal gespannt, auf wie viele Aufrufe das jetzt werden. So. Hätte mehr sein können. Wenn ich auch so ein Ding sehe. Der Klongeist, der Android, wir have the Clone Wars Guide. Was zum Teufel hat er bitte schon Klonkrieger und Droiden gesehen? Ist so. Ja, das ist halt bisschen enttäuscht. Ich bin ein bisschen enttäuscht, um ehrlich zu sein. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das noch 100 Mal wiederholen muss, aber ich habe es ja bereits gesagt. Keine Klonkrieger, keine Kampfdroiden, keine neuen Helden Trailer zu sehen. Auf die Schnelle bin ich enttäuscht. Und was haltet ihr vom Trailer? Zudem auch gar keine, also jetzt keine wirklich neuen Maps vom Boden her. Ich meine, Schlacht von Hoth und Endor hatten wir bereits, oder?
einfach irgendwas, einfach mal so richtig Episode 1 bis 3, irgendwas richtig reinhauen davon, Mann. Naja, egal. Ich würde mal eure Meinung gerne wissen. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, diese Art und Weise, dass ich einfach mal einen, so einen Trailer anschaue, ein bisschen kommentiere, würde mich freuen. Dann könnte ich das auch gern weitermachen. Ich habe das gestern zu Episode 8 gemacht. Und wenn ihr das noch nicht gesehen habt, dann könnt ihr das gleich im Nachhinein anklicken. Einfach oben, weil ich bin jetzt hier unten. Das heißt, einfach oben aufs Aufrufezeichen oder in der Beschreibung draufklicken und dann, yo! Hoffentlich hat es euch gefallen und dann würde ich sagen, kommentiert darüber. Das war ein Fail. Das war so ein Fail. Dann würde ich sagen, kommentiert, abonniert und wir sehen uns im nächsten Part. Ciao!